Hallöchen, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Nach unserem Jahresspecial in der letzten Woche befinden wir uns heute, ja wohl immer noch schwitzend, bei Herr der Ringe. Herr der Ringe, und zwar bauen wir heute das Set Gandalfs Ankunft. Dazu brauche ich nichts sagen. Das sind die ersten 5 Minuten des ersten Teils, wo Gandalf ankommt. So, das. Außer beim Spezial, dann ist es so die 10. oder 12. Minute. Weil das Intro so lange dauert. Ja, genau. Da gibt es ja diese Trickszene am Anfang, nicht wahr? Eine Trickszene? Das ist nicht eine Trickszene? Nein. Ich meine doch. Nein. Doch. Er kennt den Film nicht. Das ist doch eine erzählte Sache am Anfang, oder nicht? Wir müssen das eben ausdiskutieren. Am Anfang ja, doch, kommt ja dieser Überblick, ja genau. Ja, das ist doch eine Trickszene. Für mich ist das doch Trickszene. Oh ja, naja. Tütchen! Genau. Bei 35.800 Millionen Grad im Schatten. Ja, Herr der Ringe haben wir ja schon einiges gebastelt. Letzte Woche haben wir die Spille gebaut. Ja, genau. Und dieses Mal geht es halt um Gandalf, um das Französisch zu sprechen. Ich hole euch erstmal näher ran, damit ihr was davon habt. Auf jeden Fall. Ist sehr gut. Ach, es ist so warm, Leute, könnt ihr euch das nicht vorstellen. Ich kümmere mich schon wieder um Gandalf, den Grauen, dann wieder. Ich habe dich ja schon mal gefragt, warum heißt er der Grauen? Was hast du gesagt? Nix. Du hast gesagt, weil er grau ist. Ich habe erst gedacht, es wäre irgendwie ein. Ja. Ja, seine Herkunft her. So wie Bilbo ein Hobbit ist, ist Gandalf ein Grauer, verstehst du? Mhm. Verstehe ich. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, sonst bin ich hinterher rassistisch. Ich habe nichts gegen Graue. Was sollt ihr dagegen haben? Ach, der Bart habe ich vergessen. Du kannst doch schon mal hier vorbei. Ja, ich bin gerade am gucken, hat der ein Buch. Der mit seinem Buch wartet, bis Gandalf da die Straße entlang fährt, ne? Und mit seiner Pfeife. Gibt es die Pfeife hier auch? Ja, die Pfeife kommt ja, da ist dein Kopf. Danke. Erst mit, ja. Gut, alles klar. Ja, wie heißt er jetzt? Komm jetzt nicht drauf. Bilbo. Komm, genau. Hat er die nicht geraucht, die lange Pfeife? Ja, er ja, aber mit Bilbo, nicht mit Frodo. Ja. Nö, während der Fahrt, meine ich. Ja, stimmt, hast du recht. Also bitte, ich habe zwar viel versäumt, das mag ja sein, ne? Aber ganz so... ganz so nicht. Was hat er denn noch? Achso, das ist eine optische Täuschung. Mehr hat er nicht in der Hand, oder? Das ist übrigens ein sehr intelligentes Buch, da steht unheimlich viel drin. Ja, Inhaltsangabe kurz. Nix. Ein Buchstabe. Ja, man weiß nie, was er da liest. Bevor ich mir hier einen abfummel, kann er das tatsächlich festhalten? Oder? Ja, kann er. Okay. Kann er wirklich. Also bei mir zu Hause hatte er das in der Hand. Bei mir zu Hause hat er das in der Hand. Wisst ihr Bescheid mittels. So, ich fange schon mal die Kutsche an. Ja, besser ist er. Also er kann theoretisch, naja, schön ist es nicht, aber naja, das kann auch so nicht richtig sein. Ne, er hat nur, also zwei, also beide geht leider nicht. Das, ach so! Das habe ich auch versucht. Weil die eine Seite so wie schmaler. Ja, genau. So könnte das halten. Ja, sehr gut. Wow. Hast du noch besser hingekriegt als ich? Warum das denn? Was kann man denn da viel anders machen? Ja. Weiß jetzt auch keiner. Du bist ja schon fertig, oder? Ja, wenn du euch erzählst. Meine Möhre, die kann ich zusammenbauen. Ja, die Möhre ist ja für den Fürs Pferd. Genau. Auch so ein Mysterium, das wird nicht funktionieren. Die Szene ist ja toll, ne? Wo Frodo dann dahin rennt und ich total freue, dass Gandalf endlich da ja. ist. Da zu Bilbos 111. Geburtstag. Da ist noch alles froh und bunt und gemütlich. Ja. Bis der dann auf den Ring anspricht. Das hätte er lassen sollen. Aber er hatte ja eh vor, abzuhauen. Von daher war das in dem Moment, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig, ob er ihn darauf anspricht oder nicht. Richtig. Aber er wusste, dass er ihn hat. Mhm. So, jetzt kommen die Haken hier. So. Gandalf der Graue. Gandalf der Graue. Oh!
Hat der was mit 50 Shades of Grey zu tun? Weil? Grey? Ach so. Oh. Schwitz. Ja, genau. Ach, das ist das Feuerwerk, deswegen die Schlange. Ja, nicht verraten. Ja doch, das kann man doch ruhig. Mein Gott, unsere Zuschauer sind ja auch nicht von gestern. Die klauen ja, Mary und Pippin. Nichts verraten, oder? Ja, du hast jetzt angefangen. Ich hab gar nichts. Wer spoilert denn hier? Das wird eh ein recht kurzer Teil. Von daher können wir schon über die Zukunft sprechen. Nee. Ja, vor allem kommen dann auch Kinder angerannt und sagen, ein Feuerwerk, ein Feuerwerk. Und dann, als sie schon enttäuscht sind, explodiert hinten dann das kleine Feuerwerk. Klein. Ja, ist ja klein. So, jetzt kannst du mir helfen, viermal. Was hast du denn da? Jetzt mal gucken. Ach so, das ist ja nur... Nur die Einer dran. Ja, ich wollte gerade sagen, recht spektakulär. Spektakulär. So, Wumms und Bams. So, die werden jetzt... Ich habe allerdings nur drei gezählt. Hast du schon einen fertig, oder? Ja, genau. Ach so, dann kommen wir viermal. Gut, dass wir darüber geredet haben. Auch ein schöner Filmtitel. Ja. Dass wir darüber geredet haben. So, komm schon. Und du bist ja sicherlich schon durch. Ja. Kann ich das ja bauen? Ja, bitte. Ich bitte drum. So. War jetzt abgesprochen? Natürlich, wir haben ja auch einen Text hier liegen. Ja, genau. Und da steht, nach 2 Minuten sagen wir beide so. Ja, mit Script hier. Das ist scripted Lego-Aufbau. Wir geben es wenigstens zu, nicht so wie RTL Sat 1 und Co. Ja, wir stehen dazu. Ja, wir stehen, das ist scripted Lego-Aufbau. Wir sprechen uns vorher ab. Da sieht man die coole Schlange. Ja. Also, was ein Drache ist. Ne? Und wenn sie jetzt zum Spülen verdonnert, weil sie einfach das Feuerwerk klauen. Ja. Ach, weißt du. Jetzt macht er alles wieder kaputt. Ja, das ist meine Aufgabe hier. Das ist aber sehr fragil, das Ganze. Ja, das kommt ja auch erst später, ne? Das hast du einfach zu früh reingetan. So. Boah, ey. Jetzt hab ich dir die Schritte gegeben. Ja, ich merke das schon. Immer auf die Fresse. Immer mitten in die Fresse rein. Ja, genau. So viel zum Thema. Ja. Es gibt so Sachen, ne? Wir kennen uns einfach zu gut. Es hat was mit dem Äther zu tun, glaub mal. Der Äther. So. So, der Brief. Ach ja. Die Einladung. Von Bilbo. Ja, das kommt wohin? Und er muss sich da draufsetzen, was er aufgrund des Umhangs gar nicht kann, richtig? Doch, der kommt da drauf. Ja, der kommt da drauf. Der kommt da drauf, aber nie dahinter. Sie dürfen. Da. Das Märchen kommt auch hier rein. Zack. Das ist jetzt... Ja, das Schwierigste daran. So. Genau. Er sitzt ja nicht mal in der Mitte. So, und das war schon das Set. Wow, was sagt die Uhr? Weiß ich nicht. Oh, ist okay. Ja, klein, aber fein. Ne? Also, es ist ja auch eine wichtige Szene, finde ich. Damit fängt alles an. Damit zumindest mit Herr der Ringe. Es gibt ja auch da noch Vorgeschichten. Ja, endlich. Das Melaron. Ne? Da kenne ich mich gar nicht mehr mit aus. Das ist absolut nicht mehr meine Welt. Hast du es gelesen? Nee, leider noch nicht. Noch. Ja, ich wollte gerade sagen, aber erst mal eine Kette angeben. Ja, ne? Ja, cool. Zur Verabschiedung zoomen wir uns mal wieder raus. Das ging schnell. Ja, ein Quickie. Es geht noch schneller. Im nächsten Video haben wir das Zeitraffer noch. Das dauert ja nur 5 Sekunden oder so. Werden wir sehen. Ja, aber nett. Auf jeden Fall. Na? Also, bis dahin. Gehabt euch wohl. Tschüss.